So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Blaze Black, dem wahrscheinlich schwersten Hack von Pokémon, das es je gibt. Ja, wie auch immer, wir sind im letzten Part in der Eisarena stehen geblieben und ja, es wird wirklich Zeit, ich habe mein Pokémon noch schnell geheilt. Es wird Zeit gegen ihn zu kämpfen, ich hoffe ich gewinne. Wenn ich nicht gewinne, ja dann im nächsten Part halt. Gut. So, Bryson also. Bryson besitzt ein Glaceoner und ein Rexblizzard. Also, ich kenne das nur so ein bisschen. Der hat einmal Rexblizzard, Glaceoner, dann dieses Vanille-Ding da und dann diese Weiterentwicklung von diesem Bär. Oh, ich habe alle Namen vergessen. Wirklich alle. Naja, was soll's. So, dann Discharge will charge auf Glaceoner. Ich hoffe, okay, das erste Pokémon hätten wir jetzt bestimmt besiegt. Ne, nicht hätten, haben wir jetzt bestimmt besiegt. Rexblizzard hat vierfache Schwäche, ist ja Pflanze-Eis-Pokémon. Und somit, ja, Cry Level 50, ja, schön. Blizzard, ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das dürfte Flame eigentlich nicht viel abziehen und, och, nee, alles nur nicht das. Scheiße. Fuck. Frostless kommt jetzt in den Kampf. Gut, ich glaube, ich setze einfach Max Potion ein. Ich will ja sowieso heilen, von daher. Und du setzt Discharge. Oder nee, 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 ich mach das anders. Ich mach das anders. Nicht so. Flame setzt Flame Wheel auf. Frostless ein. Und, Back. Max Potion, Use auf Flame. So wollte ich das machen. So, Max Potion. Flame kommt wieder zu Leben. Ein Lebenszeichen. Wuhu, Flame Wheel. Und das hat die Attacke abgeblockt. Leck mich. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das bloß? Blizzard. Leck mich mit deinem Blizzard, ey. Du kannst mich mal mit Blizzard. So, und gut, als nächstes kommt, ja, ich habe Bugbless noch ins Team genommen. So als Verteidigung. Ich will mal kurz gucken, was für Attacken der hat. Vielleicht hat er irgendwas. Bugbless, nein. Bringt uns alles gar nichts. Cry geht in den Kampf. So, Cry, let's go. Und Cry setzt dann auf, ja, keine Ahnung auf was. Einfach mal Flame Wheel auf Glaciola versuchen und Back. Wie viele Hyper Potion habe ich? 14. Ja, ich habe mir ein paar Hyper Potions gekauft. So, auf Flame und auf jeden Fall muss Flame im Kampf bleiben. Weil ohne Flame haben wir ja schon verkackt. Leute, guckt euch mal die Level an. So, Glaciola ist nicht mehr hier. Oder etwa doch? Oder etwa doch? So, das war jetzt das kurze Erscheinen vom Cry. Scheiße. Gut, dann. Oh, Bugblast. Geht in den Kampf. Bugblast. So, dann. Flame Wheel auf Frostless und Hyper Potion. Use auf Flame. Gut. Der setzt auch Hyper Potion ein. Bryson. Ja, ich habe jetzt voll ins Mikro gepustet. Sorry. Okay, dann Flame Wheel. Komm. Scheiße! Shadow Ball. Leck mich mit Shadow Ball. So, und dann, ach, jetzt reicht's mir auch. Was ist das denn? Back. Hyper Potion. Use auf Flame. Und so, Flame bekommt eine Hyper Potion verpasst. Und danach. Komm. Close Combat. So. Leck mich. Glaciola, leck mich. So, Verteidigung sinkt stark. Aber das war's wert. Wenigstens ist das Pokémon jetzt weg. Scheiß Ding. So, Bugbless bekommt auch ein bisschen, Vegas, jeder bekommt ein bisschen und Blizzard, das ist das sehr effektiv auf Käfer-Pokémon. Anscheinend
jetzt so. Naja, das ist jetzt da. Gut, Flame erreicht Level 63. Perfekt. So, Flame, ja, ja. Die nächsten Pokémon. Naja, egal, ich setze einfach mal hier Vegas. Okay, einmal. Und was ist Krypton? Okay. Anscheinend ist dieses BA Dingsbums sein stärkstes Pokémon. Deswegen machen wir das so. Close Combat auf Beartik. Und du setzt Hyper Potion für Dings ein, für Flame. Gut, komm, Hyper Potion. Und komm, jetzt Close Combat. Yes! Jetzt muss das nur noch ein One-Hit werden. One-Hit, komm, yes! Das stärkste Pokémon hätten wir jetzt besiegt und Beartik ist jetzt da. Vegas erreicht Level 52. Es könnte schon gut sein, dass wir diesen Kampf eventuell noch gewinnen. Blizzard. Das ist natürlich schlecht, dass er jetzt Blizzard eingesetzt hat. Ah, Mist. Okay, was soll ich jetzt machen? Star geht rein. Und, dann machen wir das so. Vaniluxe. Oh, Vaniluxe. Oh, Vaniluxe. Sieht eigentlich gar nicht so hart aus. Gut, zuerst mal. Close Combat auf Vaniluxe. Und Back. Last Use Item. Use auf Flame. Bitte, 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 lass uns diesen Kampf gewinnen. Close Combat, so, perfekt. Lass es down gehen. Yes! Jetzt müssen wir nur noch dieses Cryogonal besiegen, oder wie das Ding auch immer heißt. Ich hoffe, das hat jetzt, das Ding hat jetzt kein anderes Pokémon. Das wäre jetzt richtig behindert, wenn er ein anderes Pokémon hätte. Gut. Nein! Nein! Meine Taktik ist am Arsch. Scheiße! Nein! Habe ich noch Max Potion? Bitte! Nein! Statusheilmittel. Shit. Hier. Flash. Review und Protect. Okay, dann, noch einmal? Auf noch ein Pokémon? Ja, auf Cry, komm. Ah ja, so und damit Star. Nee. Ah. So, jetzt Go Flash. Okay, wie mache ich das jetzt? Einmal Back. Und. Ach du Scheiße, haben wir hier irgendwas gegen Frost? Nein, gegen Schlafen, gegen Feuer. Hier, Frost, Aspirberry. Und du setzt HPPP Restore Hyper Potion auf Flame ein. Jetzt muss alles klappen, bitte lass alles klappen. Ey Flame, ich behandle dich so gut, wenn du diesen Kampf jetzt gewinnst. Bitte, lass das jetzt nicht einfrieren. Okay. Back, Close Combat auf Dingsbums Cry. Ah, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Use auf Flame und dann komm. Close Combat, bitte. Close Combat und. Bitte. Nein. Scheiße. Mann, leck mich, du scheiß Ding. Okay, jetzt reicht's definitiv. Close Combat. Let's go. Wir haben gewonnen! Woohoo! Ja, wir haben gewonnen. Yes, man. Yes.
Geil. Ich dachte, ich kratze hier voll ab, aber wir haben es gerade mal noch geschafft. Perfekt. Und wir halten den Eisorden. Geil. It's awesome. Wuhu. Ich bin gerade so happy, aber ich weiß, dass ich... Der letzte Arena-Leiter, der wird so schwer wie sonst was. Leute, glaubt mir. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Okay, bisher haben wir es geschafft, uns irgendwie durchzubeißen. Aber der nächste Arena-Leiter, ich muss, glaube ich, offscreen ein bisschen trainieren, obwohl ich Offscreen-Training überhaupt nicht leiden kann. Muss ich Offscreen trainieren. Und ja. Matt, ich habe gerade mit Bianca ein bisschen geredet. Ich wundere mich, seitdem du aus dieser Stadt weggekommen bist, hat sich irgendwas geändert. Ich denke, dass ich will, dass, ja, irgendwie sowas. Ja, meine Englischkenntnisse sind nicht die besten, aber whatever. Okay, wer seid ihr? Wir? Wer? Wir? Ich bin Bianca und das ist Charon. Ja, ich kann noch ein bisschen so Englisch. Ja, ich weiß, dass ihr das seid. Why don't you show yourself? Wieso guckt ihr euch? Oh mein Gott, Ninjas. Ninjas. Okay, wir haben noch, wie viele Kämpfe vor uns? Also, wie viele entscheidende Kämpfe vor uns? Schon ein bisschen, ne? Ja, wir haben noch ein paar entscheidende Kämpfe vor uns. Erstmal Drachen. Arena-Leiter, dann noch die Top 4, obwohl wir dann eigentlich gegen 6 Trainer kämpfen, also einmal gegen die Top 4, gegen den Champ kämpfen wir nicht, dann kämpfen wir noch gegen N und gegen Jesus. Ja, das war's. Gegen diese kleinen Bastards kämpfen wir. Gut, hier, Pokémon heilen bitte. Boah, bin ich so froh, dass wir das endlich geschafft haben. Halleluja. Boah. Geil. Ich dachte echt, wir kratzen voll ab, aber anscheinend haben wir es gerade mal so noch geschafft. Boah, haben wir eigentlich Fahrrad? Ja, wir haben Fahrrad, cool. Gut, und hoch und... Hey, Matt, ja, was ist? Ist das nicht, hier, dieser eine da? Cedric, genau, Cedric. Und du musst Bianca sein, ja, ich bin der andere Professor Juniper. Also das ist, glaube ich, der Mann. Ja, gab mein... Oh, nee, das war Dings, das war der Vater. Nicht der Mann. Von unserer Professorin, die wir am Anfang gesehen haben. Ja, komm, mach keinen Scheiß. Ja, Mann, ich hab's kapiert. Ja, ist gut, Mann. Was haben wir da erhalten? Gold get shy. Keine Ahnung, was das ist. Na, ich wollte kurz gucken, ob hier was im Gras ist, was eventuell gut ist. Ne, sowas brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir echt nicht. Ne. Run. Komm, weg hier. Gut, aber den Pokéball nehme ich definitiv. Pokéball, wo bist denn du? Und das hat jetzt ein bisschen geleckt, glaube ich. Von die Verarsche von Dings, Osaring, ne? Naja, was soll man machen? So, go away, Sephiroth. Oh, noch ein wildes Pokémon. Ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes. Ne, nur so ein Vanille-Ding. Ja, ich glaube, ab sofort nenne ich das Pokémon Vanille. Gut. So, rennen wir mal vor Vanille weg. Und hier... Nugget, ich dachte, da käme jetzt was irgendwie, irgendetwas Besonderes, aber anscheinend habe ich da wohl falsch gedacht. Gut, da ist ein Team Plasma-Rüpe, willst du gar nicht kämpfen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich dann noch Pokémon Black oder White Let's Playen werde. Da weiß ich noch nicht. Ich guck mal. Wenn es sich ergibt, wieso nicht, aber... Ja doch, vielleicht mache ich das. Ja, ich glaube, ich mache. Aber dann mache ich das höchstwahrscheinlich von Black and White 2, weil bis dahin, höchstwahrscheinlich wird erst bis dahin dieses Projekt fertig. Und oh mein Gott, soll ich mir das Pokémon holen? Soll ich mir holen? Wieso nicht, ne? Aber ich habe ja schon die Wellen drauf, was soll ich damit? Nee, komm, run. Ja, sorry, ne? Habe ich eigentlich Top-Schutz?
Weil diese Pokémon nerven langsam. Aber ganz, ganz langsam. Komm, Flame, let's go, geh in den Kampf rein. So, Run und... So, Back. Nein. Nee, warte, wo war das denn? Das war hier irgendwo, oder? Nein, und wir haben keinen Topschutz. Geil. Ja, dann bin ich also ohne Topschutz hier hingekommen. Awesome. Ey, ich weiß nicht, ob ich mir das Ding holen soll oder nicht. Weil das ist schon stark, ne? Ja, komm, ich brauche ein anderes Teammitglied. Oh mein Gott, was war das? Okay. Ist hier etwas irgendwie oben auf dem Dach? Charon? Hi, Charon. Kleiner Bastard. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, man kann hier hoch. Und was ist das für ein Bug gewesen? Lepumtas, ne? Ne, heißt das so, oder? Na, auf jeden Fall, Boden-Pokémon können wir nicht gebrauchen, da wir schon die Beldra haben. Ja, ich suche jetzt gerade verzweifelt nach einem Teammitglied. Sehr verzweifelt. Boah, was ist das? Big Daddy oder was? Ne, komm, run. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, noch ein wildes Pokémon. Ey, das kann jetzt scheiß lange dauern, bis wir hier fertig sind. Ich glaube, nachdem ich oben alles erledigt habe, pausiere ich und dann komme ich wieder runter, weil das dauert einfach nur viel zu lange. Das No-Go. Nope, No-Go. Kann ich hier nicht runter? Oh, Fail. Oh, das war doch völlig überflüssig. Ey, scheiße. Ey, soll ich mir schnell Dings holen? Soll ich mir schnell Dings holen? Wie wär's? Ja, ich könnte mir holen. Ich weiß nicht, ob ich den Part jetzt 20 Minuten oder 25 Minuten mache. Weil, das will ich hier noch fertig bringen. Also bis nach oben hinzukommen, zumindest. Ja, noch so ein Golurk. Ey, Golum, Olum. Nicht Golum, Golum. Na, Füßen. Olum, olmaz ja. Gut, wir haben ne Hyper Potion gefunden. Hat's voll gebracht. Yeah, man. Gehen wir hier hoch und danach so. Wuhu. Ist ja ganz normal, ne? Alles völlig normal. Das wäre doch mal geil, wenn ich im Let's Play ein Shiny finden würde. Das wäre richtig geil. Ne? Richtig geil. So, und hier bitte. Na. Lepumtas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich Blaze Black auch nach der Story fortsetzen werde, weil da kommen so viele legendäre Pokémon bestimmt. Sicher bin ich mir nicht, aber höchstwahrscheinlich. Und ja, das ist halt viel, ne? Jetzt sagt ihr bestimmt, das zieht Schwanz ein, überhaupt nicht guter Junge, überhaupt nicht guter Auslaken. Nee, komm, hier so und so und hier, ich wollte den Pokéball, schon von Anfang an. So und... Konfusion. Also ich glaube, dass es Konfusion ist. Ups und ups und dann das letzte hier wählen. So und so und noch einmal. Gut, weiter. Eine Etage höher bitte. Anscheinend sind wir hier schon ganz oben. Naja. So, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, Matt, wir halten sie. Geh weiter nach oben. Meint ihr jetzt, geh weiter nach oben damit, oder? Ah, und ein Trainer. Ein Team Plasma. Nee, Trainer kann man... Man kann ihn nicht als Trainer bezeichnen. Man kann ihn als Spasten bezeichnen. Nur als Spasten. Gut, drei Pokémon. Das erste Pokémon ist ein Magnaien, also. Okay. Ja, Close Combat, ne? Wieso nicht? Close Combat, let's go. Und bam, 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 bam. Gedisst. So, Magnaien, adios. Ja, Magnaien, du bist weg. Ja, du bist weg.
So, als nächstes Pokémon Garbodor. Cry kann auch mal eigentlich in den Kampf rein, ne? Ich will mal gucken, was der hier für Fähigkeiten besitzt. So, Garbodor. Okay, fangen wir am besten mit Will-O-Wisp ein. Will-O-Wisp. Dann brennt das, also Irrlichter. So, jetzt brennt das Ding. Garbodor. Sieht aus wie eine Mülltüte. Ich glaube, das ist sogar eine Mülltüte. Amnesie, shit. Naja, ist halt verbrannt. Es brennt, ja. Wenigstens das. So, und danach Shadow Sneak, bitte. Ich will die Weiterentwicklung. Mann, ich will die Weiterentwicklung. Digga, ich will die Weiterentwicklung. So, soll ich jetzt Pursuit einsetzen? Ne, noch einmal Shadow Sneak. Dann müsste das down sein, ja. Und wenn nicht, dann halt mit dem Dings. Geistlos, dann halt mit der Verbrennung. Ja, ist gut. Deine Defensive fällt, dein Angriff steigt. Ich hab's kapiert. So unnötig. Hatte ganz Zeit Amnesie eingesetzt. Und kein bisschen von meiner KP, also von der HP von Cry abgezogen. Geht gar nicht, geht gar nicht. So, und das nächste Pokémon ist ein Porugly. Porugly also. Ein Charmian. Charmian. Will-O-Wisp. Swagger. Oh ja, Swagger. Ey, der Name ist geil. Die Attacke ist geil. So, und nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße. Und dann noch einmal Will-O-Wisp versuchen. Ich kann euch ja mal erzählen, was als nächstes Projekt kommt. Also als geplantes Projekt. Ich habe schon ein paar Parts vom Pokémon Platin aufgenommen. Ich bin, glaube ich, bei Part 6 und bin im Team Galactic Gebäude in Ewigenau. Und ja. Mann, ist gut, ich hab's kapiert. Du setzt die ganze Zeit Swagger ein. Ja, komm. Ey, wieso ist das Ganze confused? Ja, komm, ich setz Hyper Potion ein. Dich lasse ich jetzt nicht so einfach gewinnen. So, Hyper Potion. Ich glaube, Galaglar, die kommt nicht ins Team. Ne, Galaglar, die kommt definitiv nicht ins Team. So, jetzt aber Will-O-Wisp, bitte. Dann Pursuit. Ohne Witz, ich glaube, ich wechsle das Pokémon jetzt, weil das dauert mir eindeutig zu lange. Wie viel zieht das ab? Okay, die Hälfte. Noch einmal die Hälfte, dann haben wir es, ne? Ja, so einfach, so einfach. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht asynchron, also nicht sehr asynchron. Weil nach 20 Minuten ist bei Camtasia asynchron hoch 2. Gut, Leute, ich beende den Part hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.